Guten Morgen, Leute. Ich war heute Morgen schon Kies holen und ein bisschen Torstahl für das Fundament zu machen. Hier haben wir 14er, 10er und 8er Torstahl gekauft. Und weil ich sowieso dort beim Baustoffhändler war, habe ich noch ein bisschen Kies mitgenommen. Genau. Der Plan für heute ist jetzt im Endeffekt, wir wollen die alte Mauer, die wir betoniert haben, ausschalen und am Fundament das Eisen so weit vorbereiten, wie weit man halt heute kommt. Also viel Spaß im Video und bis später. Das sind so Spannfrösche. Da haben wir einfach 10er Torstahl genommen und die werden dann so gespannt und dann halten die im Endeffekt die Schalung zIch bin jetzt fertig beim Ausschalen. Samstag hatten wir betoniert. Heute ist Montag. Das ist eigentlich soweit okay. Nur mit dem Befüllen muss ich noch, ja, denke ich mal, noch so 2 Wochen warten, bis der Zement richtig ausgehärtet ist. Dort haben wir schon ein bisschen Schalung eingebaut, dass der Beton nicht dort rausläuft. Ein paar Matten haben wir reingelegt und hinten haben wir noch zugemacht. Jetzt müssen wir erstmal noch den ganzen Kies, können wir zum Glück zum Nachbarn abladen und im Endeffekt von dort aus dann betonieren.
Den Rest habe ich euch mal erspart. Also wir haben insgesamt ca. 3 Kubikmeter Rheinkies gebraucht. Das haben wir jetzt alles hierher geholt. Haben schon mal den Betonmischer hier hergestellt. Hier haben wir schon die Anschlusseisen geschnitten. Das ist 14 mm Torstahl. Und am Fundament haben wir jetzt auch weitergemacht. Wir haben, wie gesagt, unten die Steine, dann eine Matte, dann ein paar Abstandshalter gebogen mit 10er Torstahl und dann nochmal eine Matte drauf gemacht. Hier vorne sieht man die Abstandshalter, die wir gebogen haben. Die werden jetzt noch dran geknippelt, die Anschlusseisen reingemacht und dann können wir morgen betonieren. Hier hatten wir auch noch Anschlusseisen mit der Mauer gemacht, dass das im Endeffekt verbunden ist. So sieht das Ganze dann fertig aus. Wir haben hier die ganze Bewehrung reingemacht, die im Endeffekt dann in der Mauer noch weitergeht. Abstandshalter haben wir noch selbst gebogen und dran gemacht. Hier hinten der Überstand soll als L-Stein so in der Art dienen, dass wenn man die Erde hier befüllt, dass die Mauer sich selbst stabilisiert. Und vorne hatten wir noch ein paar Diele hingelegt, dass man morgen mit der Schubkarre hier drauf fahren könne und dann im Endeffekt alles befüllen können. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Jetzt ist es soweit fertig, dass man die Schalung drauf machen kann. Jetzt muss es halt nur noch aushärten. Wir werden heute Morgen um 9 angefangen. Und jetzt sieht man es, ist 2 Uhr, also 5 Stunden haben wir gebraucht.